Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Steam-Demo, brandneu. Genau heute erschien Dienstag, 20. September, ungefähr, lass mich raten, 18 Uhr ungefähr, ist das rausgekommen. Es ist jetzt 22 Uhr, leider vorher keine Zeit gehabt. Ihr seht es im Hintergrund, das ist ein Factory Builder, aber Underground. Man kann sagen, das ist ein Satisfactory oder ein Foundry jetzt auch, wo ich, man weiß ja, aber im Untergrund. Wir bauen riesige Abbau-Bergwerkmaschinen im Untergrund. Die Demo-Version sagt jetzt nicht recht viel jetzt gerade über, weil Version 003 ist nicht viel, aber kann trotzdem ja cool sein oder von weit sein, das ist ja nur eine vergebene Zahl. Jo, wir starten mal jetzt weg in dem Anspielpart von der Demo, wird eine halbe Stunde ungefähr werden. Ich habe leider die Zeit nicht, das jetzt ausführlich zu testen, nachher dann zu spielen. Ich habe nämlich noch ein Spiel, der 20. September war hart, da gibt es urviele Spiele neu. Zwei davon würde ich gerne spielen, ich bin gerade dabei beim Testen. Bei dem einen jetzt hier und beim anderen, aber ich muss irgendwann noch schlafen, das heißt leider, wir schauen direkt rein, ich kann es vorher nicht anschauen, aber wir werden das schon schaukeln. So, starten wir mal. You've awoken a mysterious facility with no memory of your existence. Emerge and build a sprawling factory to manufacture machines and tools you will need to explore this alien world. Okay. Warning. Structural integrity failing. Emergency resuscitation of all personnel initiated. Exit this facility and report to production terminal Lima. Gut. Wirkt gerade jetzt ein bisschen. Die Grafik darauf dreht. Sorry. Maus Sensitive ist okay. Mal dreh ich es zurück. Jetzt dreh ich es mal rauf. Ja, passt eigentlich. E-Inspect. Storage. Was zeigt er mir da unten an? 10, 48, 132. Ah, den völligen Inhalt und Copper Frame. Control Click Transfer All. Rechtsklick macht's nur, mit links nimmt's ja passt. Okay. Ich vermute mal, da bin ich erwacht. Your medical status is diagnostic failure. Ich habe einen tollen Status. Report to medical officer for unknown. Oh, ich kann doch rein. Irgendwie wirkt es ein bisschen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Out of power. Door unpowered. Tap to open crafting menu. Convert kinetic energy into usable power through hand crank or connected external source of energy. Okay, craft 1. Press links to build, ja wohin? Reminder, exit this facility. Industrial construction license initialized. Ah, viel Info. Out of irgendwas press, inspect. Activate. Power restored. Hatch inoperative. Hydraulic das ist wenig ausgegangen. Okay, so da läuft man das. Hurra! Ehrlich gesagt, Leute, bin ich gerade völlig überrascht. Bin gerade wirklich völlig überrascht. Ich hätte das eigentlich jetzt komplett an. Was ist jetzt kaputt? Aus welchem nicht erklärbaren Grund ist das jetzt der Aufgang? Landmörder. Groundbreaker, you are a sight for very sore eyes. I can't get a read on your voice or ID signal, but gonna assume you work for me.
We wouldn't get much done if we tried it the other way around. Let's go. Hat sich eigentlich Groundbreaker, weil ich den Ground hier break, oder? Cool. Die Übergabebedingungen sind ja lauernd. Gibt's hier irgendwo ein J? Ah, hier, J. Ah, fick dich doch, da steht ja nix. J. Additional reminder, exit this facility. Okay, was hier Sil- Cool, ich kann das ja stehlen. Na schauen wir mal, wo wir da noch hinkommen. Ich meine, schön gemacht, ist schön. Ist es schon, aber mir. Ich tue mir gerade schwer da. Warte mal, müssen wir das Fahrzeug einschalten? Besser. Es war auch schon so viele Frames, dass schon wieder nicht mehr erlaubt war. Geiler. Cool. Ernsthaft, cool. Ich will das Spiel nicht. Ich habe immer so, wisst ihr, ich erzähle euch jetzt was, während wir herumrennen. Ich habe schon mal das Problem gehabt, damit ich mein Spiel beginne, dann geht mir das irgendwas am Sack mit irgendwelchen diversen Sachen, die ich machen will, und dann geht's nicht und dann fällt es mich an, dann immer so ein Scheißspiel. Dann spiele ich's, gebe ich dem Spiel am nächsten Tag noch eine Chance, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe, dann ist es gar nicht schlecht. Da gibt es mehrere Spiele da schon, jetzt zwinge ich mich immer, das zu probieren, und das hier da. Man muss sich in manche Spiele halt ein bisschen reinfuchsen. So ist es ja nicht. Cool. Etwas leise ist es hier, fällt mir gerade auf. Tja. Oh, alles voll aufdreht. Das ist alles. Na gut, dann. Security Clearance Set. Ah, derzeit ein Set, wo groß hinschreiben, ist ja nicht so beliebt, habe ich mal gehört. Kann man das nach vorne geben? Und das, was bist denn du? Spectral Cube. Artifact of local origin contains an unknown aspect of technical sergeant. Was? Sergeant Armada Sparks. Also ich habe keinen Plan, was das heißen soll. Ernsthaft. Macht aber nichts. Wir werden das instinktiv rocken, das Ganze. Voice authorization required. Bravo Delta 1. Access verified. The amount of time you spend on this job talking to doors, I swear. Ich finde es ja cool, wenn wir alles terraformen können. Das finde ich ja zwar voll cool. Wow. Holla. Sorry, aber ich muss wieder meines Amtes walten und Screenshot machen. Your first priority is to inspect that production terminal and start building a factory. Until we hear otherwise, the job is the job. Terminal upgrades provide tech to help build factories, and factories produce the goods required to upgrade the terminals. One hand washes the other. Upgrading the terminal should also restore power to its radio and help us find more places where other people might be trapped. Na dann. Würde ich mal sagen, wir gehen mal so, oder? Wir gehen mal. So, was soll ich jetzt machen? Inspect. Task and Tips. Ist das bei L jetzt drin? Ah. Schon wieder falsche Taste. Eine Q. Hide und Unhide. Okay. Scan with. Ich kann nicht scannen.
Das macht Foundry besser. Gebe ich zu. Macht aber auch. Macht aber nichts, wir kriegen das hin. So, jetzt inspecten wir das mal. Repair Terminal, Missing Resource, 100 Iron Ore und 100 Copper Ore. Ich gebe mir davor, ich habe gar nichts davon. Mining Drills were the only buildable tech I could recover. Try crafting a few with the materials you've got on you. Once you've got the drills going at both the iron and copper veins, you should be able to dump enough ore into this thing to see if self-repair can do the rest. I probably put it together in the first place, so least I can do is be optimistic. Task inbound. Mining drill. Must be built at an ore vein and fueled with plant matter. Okay. Moment. Das schaut man mal. Warte mal. Crafting. Logistic Base Building. Equipment. Das ist kein Mining Drill. Mining Drill. Ah, der craftet sich die Mats da unten. Okay. Mal einen zweiten. Nervend. Wie komme ich in die Toolbar 2 überhaupt? Hero? Nö. Gut, wir sind hier in der Mining, in der Wayne. Ah, da. So. Da ist ein Ausgang. Und die auf der Wand kleben? Nee, gell? Ah, so. Task inbound. Mining drill extraction. Verify correct position and fueling by a successful collection of ore. Yeah. Wo ist Iron? Ah, Iron Vein. Dem da. Inventory full. Stack aufs Blickstack, kann ich das irgendwie rausschmeißen? Was ist die Inventory full? Du Sack! Ja, so erholt sich schon mal was. So, okay. Build and place 3 mining drills. Dann haben wir noch einen dazu. Map. Nix Map. So, alles so. Mit Leuchten tut das alles ja cool. Wo soll ich das noch hinstellen? Ich kann mich da eigentlich überall reingraben, oder?
das schaut cool aus. Das wirkt alles schon ein bisschen kaputt hier. Out of order. Oh, was ist denn das? Iron, da stellen wir einen Ton an her. Nee, ist ja blöd, da muss ich auch weit laufen. Auf der anderen Seite. Hopp, hopp. Hoppala, hoppala, hoppala. Da oben sind wir gekommen, oder? Ja. Leck, Arsch, ist das aber eine coole Optik. Das heißt, irgendwo. Ja, dann würde ich mal sagen. Dann gehen wir nochmal daher. Nehmen wir mal mit. Nehme ich da durch zum Iron Ore hin. Also man kann einmal alles terraformen, das ist schon mal gut. Was ich nicht ganz kapiere ist, was er damit Inventory Full meint. It'll cost some of what you've got coming in for your objectives, and it takes longer to handcraft ingots from raw materials. But factory building is all about short-term pain for long-term gain. The sooner you see things from that perspective, the better off you'll be. Take it to heart. Ist mein Problem gerade irgendwie das? Irgendwie deppert, ehrlich. Nee, will das ich so viel machen, wieso sagt das nicht gleich? Gut, es war, fängt ein bisschen blöd an. Service verwirrt. Oh. Arn Ohr nehmen wir mit. So, wir haben das, das, making that many ingots is going to require an automated facility. Mining drills and smelters connected by conveyor belts and inserters. Belts and inserters have been unlocked in your tech tree automatically, but for smelters you'll need to do a bit of legwork. I've had the production terminal create a scanner. Pick it up and see if you can find the remains of any smelters nearby. Scan Rex, unlock tech. It's that simple. Task inbound. Scanner. Scan machine fragments to restore tech tree access. Okay, Mr. Metzger, broken. Ah. Irgendwie wirkt das so komplett so alt irgendwie. Oh, okay. Scanning things will restore them in the tech tree, but you'll need cores to activate them. For now, you should have enough cores to activate that smelter tech once you restore it. T für Tech Tree. Ah, so Smelter. Hold to activate. Enables crafting and production for smelter. Good. Basic logistics, smelter. Repair and upgrade production terminal to unlock tiers. Okay.
Können das auch wieder deaktivieren? Cool. Good. You've activated the smelter on the tech tree. Now open up your crafting interface, build one and place it. You'll also want to get multiple smelters going as soon as possible. A factory is only faster than your hands when you think big. Das muss so. Drei. An das Kupfer komme ich aber jetzt nicht ran, irgendwie noch, irgendwie, oder? Und dahin. Hm? Per Production Terminal. Erstmal nach hinten gehen. Okay, vielleicht wird der Anspielpart doch mehr als die paar Minuten. Das ist alles schon ein bisschen verrostet. Da würde ich gerne runter. This looks like a standard field setup for drilling a new shaft, but there are two problems with it. The first problem is that we're at the end of the line. The only thing below here is the core, and this shaft doesn't look like it was cut large enough for freight anyways. The second problem is that nobody asked me first. That's a much bigger problem. If whatever they were up to here was bad enough that they thought I would report it, it must have been very wrong or very dangerous. Okay. Eins hätte ich noch, aber anscheinend kann ich nichts machen, da. Ah, der hat kein Fuel mehr. Und muss ich das erst irgendwie wegarbeiten? Naja, schnell ist was anderes. Aber ich krieg sonst kein Kupfer. Aber es geht. So, das geht nicht. Ist das jetzt dahin? Great job on those extra drills, Breaker. You can never go wrong with more ore. So. Dann brauchen wir einen Smelter. Smelting and Smelter. Machen wir hier. Kurz umsortieren. Wenn ich nicht mehr nämlich weiß, was das alles sein soll, dann brauche ich da nicht rumtun. So. You've activated the smelter tech, but you still need to build one and place it. If you're short on materials, check your mining drills. Or chip it out with the pickaxe if you absolutely have to. So, wir werden jetzt hier herstellen. So. Task inbound. Smelter. Supply with ore to produce ingots. Requires plant matter for fuel.
Now that you've built a mining drill and a smelter, your next step is to connect them with a conveyor belt and inserters. Inserters move goods from machines to belts, the belts carry them, and a second inserter puts them into a different machine down the line. If you understand this, you'll be on your way to understanding everything. E-Tech Resource. Hold F, deconstruct, R, rotate. Ah, ich kann den noch rotieren. Ich will es nämlich doch noch rotieren. Ich hab's mir so. Ist mir lieber, ja. Gut, Conveyor Belts. Conveyor Belts. Ah, hier. 1, 2, 3, 4. Jetzt hole ich mal einfach die ganzen Resources daraus. Bald kann man schauen, was der macht. Sehr schön. Okay. Der braucht auch wieder im Input. So, wir brauchen jetzt einmal, aber fangen wir da an, da haben wir nicht so viel. Wir müssen von hier. Mal weg. Von hier. Gehen wir jetzt weg. So. Also wir brauchen einen Sorter. Inserters are required to transfer items to and from conveyor belts. Meine Frage ist jetzt gerade, wenn ich jetzt da wegkomme, wenn ich jetzt mit dem darüber gehe. Das macht so eine. Okay, gut. Das ist schon mal was. 8. Your machines can only hold so much at a time before their inventories fill up and they stop working. Ja, das ist mega. Try building a storage container and connecting it to the rest of your operation. Kann man ein paar dazu bauen, gell? Da gleich ein paar, da auch. Ich vertreibe mal einfach mal. Units are too important to not multiply your production of them as soon as possible. Build at least 6 smelters in this area and make sure you've got good lines to get ore into them efficiently. Six smelters. Hat zu wenig Resource, bau weiter. Just like your mining drills, your smelters can't run without fuel. You should be able to gather enough plant matter in the area to keep everything you've got up and running.
Okay, anscheinend braucht das etwas. Okay, ich habe es andersrum mir überlegt. F ist deconstruct. So, sollen wir die Smelter bauen? Ah, schon? Moos. Na komm schon. Ich das irgendwie in meiner Construction Line, was jetzt noch alles kommt. Nö. Ich habe praktisch keine Construction Line. Fängt zum Weiden dann wirklich. So. Nehmen wir den mit 4. Two more tasks. Wie viele Tasks habe ich noch? Automate ingot production by connecting a mining drill to a smelter with a belt and an inserter. Okay, das mache ich. Push yourself, build and place some 6 smelters. Ich will wirklich 6 smelters haben. Oh, so viel will ich aber gar nicht machen, ehrlich gesagt. Hilft mir nichts. Chefin sagt's. Also werden wir es machen. Schon mal, man denkt, wie wir vorankommen. Was ich cool finde im Spiel jetzt schon, ist das ganze Grafikwirrwarr da. Ich finde das grafisch total hübsch gerade. Das ist mal was anderes, wenn man so in einer Höhle drin sitzen. So, dann kriegt Copperohr rein. Man kann nicht mehr nachgeben als die 2. Gut, das heißt, er braucht 2 für ein Copper-Ding. Gut, okay, das macht er jetzt eh. Wäre jetzt interessant. Da jetzt wirklich rausgehen. So, 8. Habe ich schon die Kisten? Nö. Steht noch immer die Ding her. Oh, Kiste. Ja, 9. Eieiei, die ist ein bisschen fetter. Ja, kann der das? Kann der das von hier darüber da rein jetzt geben, so? Na, kann er nicht.
So. 7, der muss rausgehen. Der müsste es darüber gehen. Jetzt haben wir so ein Zwischenlager da. Eigentlich. Durchklopfen da. So. Ach Gott. Das hängt da überall fest. So. Das Terraforming erinnert mich sehr stark an Foundry, aber jetzt muss ich erst sagen, das Terraforming, das hat, glaube ich, ein Satisfactory nicht, soweit ich weiß. Okay. Dann haben wir das hier geschafft. Dann werden wir da oben jetzt auch noch ein paar Smelter aufbauen. 2, 4, wenn wir 2 Smelter aufbauen. So. 7. Ach, ich muss eigentlich schauen, wie ich da wegkomme. Ja, das geht. Gut. Das heißt, wir können also so raus aus dem Zeug. Das ist schon mal cool. Wir können eigentlich da... Theoretisch geht das... Können wir das jetzt alles schon mal in eine Box rein? Habe ich die schon craftet? Nee, craftet gerade. Ja, eigentlich... Genau. Das muss jetzt in eine Box. Der craften, oder? Craftet er schon? Ach, der craftet so viel. Gut, Leute. Bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt nicht mal hier stoppen. Wir haben ja schließlich jetzt eh schon ein bisschen was mal zum Herzeigen. Bevor man da wieder sich wundern dann. Wirklich schön. Also... Muss man ihn schon lassen, sie haben schon irrsinnig coole Sachen. Ah, Toolbar. Die F-Tasten sind die zweite Toolbar. Toggle Transfer All Alt Jump und schon eine Datenbank Transfer mit Move. Adjust Stack Count, cool. Okay. Und danach. Ach, ist schon wieder so viel. Ich frage mich immer, wo das herkommt. Ich meine, nicht, dass mich jetzt stören würde, aber.
Trotzdem frage ich mich das manchmal irgendwie. 9 wäre das so. So, da stellen wir das her. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Geht schon wieder. Na bitte, das läuft doch wie geschmiert gerade. So, und der sammelt jetzt wieder mein Eisen zusammen. Okay, passt. Die nächsten zwei stopfen es raus und geben es zum Smelter. Der mittlerweile hier schon hier aufgebaut werden kann. So. 7. Da raus. Da rein. Das aus. Sag mal, kann man das nicht irgendwie? Das ist, da kann ich splitten und ablegen und da drin nicht. Toll. Wirklich leer, wenn wir das nicht Ding machen. Wenn ich dich wegmache, da. Ach, das tut Ding nix. Okay. Besten ist, man fängt immer von da hinten an. Da geht's mit den Bändern besser. So, Leute. Läuft. Na! Ah! Das ist ein Scheißding. Der Prozess. Na gut, der produziert Ingots, der auch. Ich will auf Pause. Das könnte man theoretisch einfüllen. Aha, Kopper habe ich. Allen Ingots wird noch ein bisschen dauern, aber wirkt. Kann ich den eigentlich auch herstellen, weil er stellt sein mein Inventar auch gerade her. Oh, kann ich hier? Ist wahrscheinlich nur ziemlich unnötig. So, using storage. Okay, nein, das war's aber alles. Leute! Wir haben das bis jetzt hinbracht. Es läuft, unsere Fabrik steht und das Spiel kann schon was werden. Es schaut schon mal nicht schlecht aus alles. Es wirkt alles ein bisschen beengter, aber dafür kann man es terraformen. Wunderbar, nach oben und unten. Ich werde das jetzt mal so belassen.
Und sage ich es wie es ist, wir sehen uns im nächsten Part, den es zu diesem Spiel auf jeden Fall geben wird. Das Ding wirkt hier nämlich gerade gar nicht uninteressant, so wie wenn das jetzt irgendwie, wenn ich mir denke, oh, oh, ich brauche hier keiner. Nee, nee, das wirkt nicht schlecht, das wirkt sogar sehr gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Anblick hier, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und anbleiben, Abo, Like, Comment, nicht vergessen. Ich bin schon wieder so abgelenkt. Abo, Like, Comment, nicht vergessen, meine Freunde. Und...